Willkommen, liebe Freunde, zu Pauls gesunde Küche. Damit servus, grüezi. Heute gibt's fettes veganes Curry gemeinsam mit Kevin Wolter. Es werden einige geile Fragen gestellt. Er hat mir krasse Antworten geliefert. Euch viel Spaß beim Video und let's cook, Alter. Kevin, was muss in dein Curry rein? Keine Ahnung, ich esse eigentlich gar kein Indisch, weil Indisch ist mir zu doll einfach so von den ganzen Geschmacksintensitäten. Also dann gibt es heute Explosion, glaube ich. Da gibt es heute eine richtige Explosion. Aber ich würde mal sagen, Zwiebeln, Knoblauch, Süßkartoffeln, Karotten, Soja, Kokosmilch und Reis. So ist es. Ja. Es ist ganz easy, es geht sehr, sehr schnell und schmeckt absolut geil. So, let's go. Machst du zu Hause oft Reis selber oder isst du viel Reis? Ja, aus dem Tetrapack. Aus dem Tetrapack, okay. Weil Reis ist eigentlich so das Einfachste überhaupt zu machen. Das ist einfach nur Wasser hinstellen, kurz aufkochen lassen, abdrehen, zudecken, fertig. Reis habe ich auch schon mal gemacht. Echt? Habe ich schon mal gemacht. Das ja. Ist gut. Aber Reiskocher ist natürlich auch. Ich habe auch einen Reiskocher. Aber den benutze ich. Das ist geil dafür. Der ist noch neu und unbenutzt. Ja. Ich habe auch eine Heißluftfritteuse, weil alle davon geschwärmt haben. Habe ich auch noch nie benutzt. Ja. Ich hatte auch mal Bock drauf, aber ich wüsste auch nicht, wofür ich es nehmen sollte, außer vielleicht für Tofu oder so. Ja, aber für die Leute, die ich nicht kenne, stell dich mal kurz vor, was machst du so, wer bist du? Ich bin Kevin Wolter, bin Sexualathlet und bin heute mit dem... Nee, Quatsch. Ich bin Kevin Wolter, mache auch YouTube und mache so ein bisschen einen bunten Mix, sag ich mal. Ich habe so eine Art Männerkanal, würde ich sagen. Wo wir alles machen. Wir gehen jagen, wir gehen schießen, wir gehen Sachen in die Luft sprengen, wir gehen trainieren, wir gehen, was machen wir noch alles? Wir reagieren, wir machen Interviews, wir machen Quatsch, wir machen kein Quatsch, wir machen auch ernste Sachen, wir machen, ich bin extrem multitaskingfähig. Okay, also heute wird es auf jeden Fall interessant, so wie es sei gesagt. Ja. Wir machen hier einfach, wie gesagt, Reis aufkochen. Mhm. Was haben wir für ein Reis? Bis es kocht, das ist Basmati-Reis. Basmati-Reis. Ist völlig der Geiste. Ja. Und dann, wenn es gekocht hat, was gleich passiert, stellen wir einfach Hitze runter, decken zu, lassen es stehen und fertig. Also du kochst ihn nur kurz auf? Ja. Und dann lässt du ihn einfach ziehen? So ist es. Ist gerade auf jeden Fall kein Hexenwerk. Aber ich koche, glaube ich, auch jetzt seit ein paar Jahren fast jeden Tag Reis, deswegen... Das ist ein Reisprofi, sagst du. Kann man so sagen. Okay, schnibbeln wir mal hinten. Also Kevin, bevor es gleich losgeht, wollte ich gleich mal ansprechen. Ich würde sagen, wir starten heute das Video mit dem Brustmuskelabriss. Ist ja mittlerweile schon zweimal passiert, oder? Wie geht das? Wie passiert das? Ja, in den Genuss kommst du vielleicht auch nochmal irgendwann. Ich hoffe nicht. Nee, keine Ahnung. Es ist einfach, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und ich trainiere jetzt, ich mache jetzt Kraftsport seit ich 13 bin. Das heißt, ich mache jetzt seit 22 Jahren Kraftsport. Also ich trainiere seit... Wie alt bist du? 35. Also ich trainiere jetzt so lange, wie alt du bist. So alt, wie du bist. Und ja, ich habe auch nicht immer schön und sauber trainiert. Und ich habe mir die Brust auch, weiß ich nicht, bestimmt über 10 Mal angerissen. Alter, okay. Also angerissen beim Training, wo ich dann auch 5-6 Wochen Pause hatte, wo ich auch Einblutung hatte in den Muskel. Und ich denke mal einfach, über die, also der Arzt sagt, es ist einfach ein scheiß Tag gewesen mit einem scheiß Winkel, wo einfach zu viele negative Sachen das beeinflusst haben. Klar, man kann jetzt vermuten, ja, das war der Stoff. Stimmt aber nicht, weil der Stoff, der macht jetzt nicht die Muskulatur spröde oder sowas. Mhm. Jedenfalls nicht so, wie ich trainiert habe und nicht so, wie ich gestofft habe. Die Verletzungen können ein Ursprung sein, dass dadurch immer wieder so kleine Risse drin waren, dass das einfach nach einer Zeit ab war. Aber Dr. Ritsch ist der Meinung, an einem richtig guten Tag mach keine Maximalversuche. Okay. Das ist das, was Dr. Ritsch sagt, weil an 80% aller Unfälle passieren an einem richtig guten Tag. Ist aber Leonidas nur schlechte Tage. Wahrscheinlich. Also Leonidas, ja, das ist auch so, das ist so ein Genetikmonster für sich. Ne? Aber ja, ist einfach so doof gelaufen. Also wie gesagt, es war einfach der Winkel. Keine Ahnung, ob ich da nicht richtig mich konzentriert habe. Aber das kann jedem. Ja, oder vielleicht einmal kurz zu explosiv gewesen. Es war ja in der fünften, das war eigentlich, das war in der fünften, ich habe ja zwei Sätze, jetzt beim letzten Abriss war es mit 200 Kilo. Da habe ich einen Satz gemacht, 6 Stück, 6 Wiederholungen. Auf entspannt. Ja, war auch schon kräftig, also war schon heavy für mich. Dann habe ich einen zweiten Satz gemacht, weil der erste so gut lief.
Und in der fünften Wiederholung, in der Aufwärtsbewegung, ist er mir abgerissen. Und das letzte Mal ist der Brustmuskel mir von der, also die Sehne vom Knochen abgerissen. Und diesmal ist der Brustmuskel von der Sehne in den Muskel reingerissen. Und das war eine richtige Scheiße. Okay. Versuch mal hier. Ja. Drück mal kurz drauf. Ja. Jawohl, dann kann man Knoblauch schön schälen. Was ist dir da, sag ich mal, was war der Unterschied vom ersten zum zweiten Brustmuskel? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Beim zweiten Mal so wahrscheinlich, ah scheiße, nicht schon wieder? Ja, so wirklich genau so. Ja. War ja Gewicht hoch, Brustmuskel abgerissen. Ich habe ja extra keine Klammern drauf gehabt. Gewicht batz, batz, das war ein Riesentheater. Ganze Gym geguckt. Ich aufgestanden und wusste schon, scheiße. Jetzt heißt es erstmal ein halbes Jahr Pause. Fuck, ja. Das ist echt. Das war so der erste Gedanke, so scheiße, jetzt ist erstmal Pause. Und das, beim ersten Mal? Und beim ersten Mal war das auch so, ja, beim ersten Mal war es wesentlich schlimmer für mich, aber gerade also psychisch auch. Weil du wahrscheinlich nicht wusstest, so, was jetzt was auf mich zukommt. Genau. Ob es komplett vorbei ist, jetzt Training und was auch immer wahrscheinlich. Und so, ich sag mal so, ich wusste ja jetzt, was auf mich zukommt. Die Operation. Die Schlinge über 6 bis 8 Wochen, danach trotzdem noch die Ruhigstellung über insgesamt 12 Wochen. Also ich habe ja jetzt 5 Monate nicht trainiert fast. Also ich habe jetzt 2-mal trainiert, ich habe jetzt wieder langsam, ganz langsam angefangen. Aber jetzt auch wegen Tattoos und so, oder? Oder war es jetzt noch hauptsächlich wegen der Brustmuskelabriss? Nee, ich darf ja noch nicht so. Okay. Ich darf ja sowieso nur so reha-mäßig trainieren. Das heißt so im Kraftausdauerbereich 20 Wiederholungen, ne? Da habe ich jetzt ganz leicht trainieren, einfach, dass ich mich so ein bisschen bewege. Mhm. Und jetzt langsam, so jetzt die nächsten, was haben wir jetzt? August? Ja, erste Augustwoche, wenn die vorbei ist, dann dürfte ich rein theoretisch wieder mich steigern. Okay. Und was ist dann dein Plan? Wieder voll drauf? Oder? Klar, wieder 200 Kilo Bankdrücken. Nee, ich glaube, ich habe die Schnauze voll jetzt erstmal da, was das angeht jedenfalls. Ich werde da. Jetzt gibt's Yoga vom Feinsten. Tatsächlich mache ich Yoga, ja. Ich mache jetzt seit zweieinhalb Monate bin ich jetzt fleißig am Yoga machen. Weil wenn man verstanden hat, was Yoga. Das ist ganz schwierig. Hört sich jetzt alles so, Alter, Kevin Bolt erzählt so einen Quatsch. Ja. So, das ist so. Kennst du das Video? Ich weiß nicht, wer war das? Wo der Micha, wo der gesagt hat, du musst die Energie aus dem Boden ziehen, ja. Beim Bankdrücken. Patrick war es gleich. Patrick, kann sein. Alle haben sich darüber lustig gemacht. Ich nicht ausgeschlossen. Aber ich weiß jetzt, was er meint. Weil ich begriffen habe, was er damit meint. Ich mache mich damit komplett. Ja, wie gesagt, ich habe da meine Einstellung komplett überdacht. Also deine Einstellung zur Erde ist einfach besser geworden, oder? Muss ich jetzt eine Zwiebel schneiden? Ja, gerne. Meine Einstellung zur Erde, zur Nachhaltigkeit. Zum Training, zum Bewusstsein. Ich hatte jetzt, sage ich mal, viel Zeit über die Monate der Pause an mir zu arbeiten, oder nicht an mir zu arbeiten, sondern mich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Und wie willst du haben, einen Würfel? Mach sie einfach kleiner. Sieht aber sehr gekonnt aus. Ich bin Kochprofi, mein Freund. Oh. Ja, meine Einstellung in vielerlei Hinsicht, auch zum Fleischkonsum, zur Nachhaltigkeit generell, zum Sport für mich einfach, zum Stoff, Steroide natürlich auch ein Riesenthema, ja. Oder vielmehr für mich schon länger kein Thema mehr, aber trotzdem immer wieder ein Thema, weil du ja immer wieder damit in Verbindung gebracht wirst. Also so habe ich ja, würde ich mal sagen, kennengelernt. Also einfach ein massives Monster, der viel Gewicht bewegt. Stimmt, dein allerersten YouTube-Auftritt hattest du bei mir, oder? War das vor meinem Kanal? Ja, war vor deinem Kanal. Ich glaube, davor hatte ich schon Videos online. Ich glaube, du hattest. Oder war das nicht eines deiner ersten Videos wieder? Ich glaube, es war auf jeden Fall eines deiner ersten Videos nach dem Neustart sozusagen. Das war ganz am Anfang. Da mit Aldin am Alexanderplatz. Ja. Stimmt, ja. Und Ron auch. Ja, Ron, genau, in dem, wo er im Springbrunnen gebadet hat. Ron hatte im Springbrunnen gebadet. Wie kam es dann dazu, dass du
Du hast ja schon gesagt, du warst schon mal öfter natural, eine lange Zeit unterwegs. Genau. Und hast trotzdem auch krass ausgesehen, muss man sagen. Knoblauch auch klein, oder? Ja. Also wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, hey, jetzt brauche ich es nicht mehr oder will ich es nicht mehr und ich bin erstmal natural für ungewisse Zeit? Na, das war nach meinem ersten Brustmuskelabriss, war das auf jeden Fall ein Thema. Alle meinten, nein, Kevin, du musst den Stoff weiterfahren in der Verletzung, sonst baust du zu viel ab. Ja. Da seid ihr alle komplett behindert. Ich habe eine Dosis gefahren, das kannst du, da schlackern dir die Ohren. Ja. Weil ich mich ja gerade vorbereitet habe auf den Wettkampf. Okay. Das ist ja in der Wettkampfvorbereitung passiert. Das. Seid ihr komplett behindert? Ich fahre doch nicht die Dosierung weiter. Wenn ich nicht trainieren kann, den Arm nicht bewegen kann, nichts machen kann, das ist ja totaler Quatsch. So, und dann habe ich abgesetzt und habe eigentlich nie wieder richtig angefangen. Ich hatte dann nochmal einmal einen Versuch gemacht über, da haben wohl mit Stefan Kinzler zusammengearbeitet hatte, wo ich beim ESN war. Da habe ich dann nochmal, was waren das, vielleicht 6 Wochen ein bisschen was angefangen. Dann habe ich da aber auch wieder den Fokus verloren und hatte auch keinen Bock, die ganze Zeit mich zu spritzen. Mhm. Dann habe ich das wieder sein lassen. Dann war es wieder fast über 1,5 Jahre nichts genommen oder ja, so knapp 1,5 Jahre wieder gar nichts genommen dann. Also bis zum, also 2 Jahre gar nichts genommen oder 2,5 Jahre. Dann so 4 Wochen, ne, 6 bis 8 Wochen was genommen. Dann wieder über ein Jahr nichts genommen. Dann hatte ich einen Monat was genommen oder 3 Wochen waren es eigentlich nur. Und dann war auch schon wieder fast der Brustmuskelabriss. Und dann ja, konnte ich das auch in die Tonne treten und dachte mir so, gut, scheiß drauf. Okay. Und dadurch, dass ich nie irgendwie viel verloren hatte und ich auch, sag ich mal, in der Zeit ohne Stoff. Da muss man sagen, du hast dich auf jeden Fall krass gehalten dafür, dass du jetzt so lange Nelly bist. Trotzdem. Also, wenn du jetzt noch ein paar Jährchen durchhältst, dann kannst du bei der GmbF nochmal starten. Also, ich glaube, dann kannst du die Masters zerlegen. Ich glaube, einen Test würde ich sogar schon bestehen. Vielleicht, ja. Also, das wäre krass. Ich weiß nicht, macht die Pipi-Test, ne? Ja. Ja, Pipi-Test würde ich 100%ig bestehen. Ach so? Ja. Da findest du nichts mehr bei mir. Haare, 2 Jahre dicker, naja, auch nicht. Also eigentlich die Sachen, die lange drin bleiben im Körper, so wie jetzt Deker oder Bolde oder sowas, die wirklich über 2-3 Jahre nachweisen kannst. Mit so Sachen habe ich ja eh nie viel gearbeitet, aber Bolde schon. Aber Bolde kannst du, glaube ich, auch nicht so lange wie Deker jetzt nachweisen. Also eigentlich müsste ich schon ein relativ sauber, habt ihr so einen Test hier? Nee. Also ich habe keine Ahnung, wie das genau durchgeführt wird, deswegen. Achso. Da musst du oft so testen machen, oder? Ich musste jetzt schon, also am Wettkampf jedes Mal eigentlich und dann jetzt außerhalb der Saison 2 Mal bis jetzt. Janis wurde jetzt auch getestet, habe ich gesehen, aber der hat es sogar verweigert. Wer? Janis. Wer ist Janis? Janis Kara. Sag mir nichts. Von Brose. Okay. Der hat es verweigert? Ja, weil der jetzt offiziell, glaube ich, den Weg eingehen sollte in die IFBB. Ah, okay. Das ist, glaube ich, so ein Statement. Ich weiß nicht, ob ich mich da irre. Also, Wettkampfambitionen, wie sieht die bei dir aus? Momentan erstmal ist da nichts. Also, ich will jetzt wieder fit werden. Ich will gesünder werden. Das ist für mich ganz wichtig. Einfach vitaler, fitter, gesünder. Ich werde weg von dem extremen Bodybuilding gehen. Ich werde mich trotzdem fit halten oder ich werde trotzdem Bodybuilding betreiben. Aber halt auch mit der Ernährung mich nicht mehr so, ich will mit allem ein bisschen weniger, einfach nicht mehr so schlingen, weißt du? Einfach ein bisschen alles entspannter angehen. Geil. Mehr Kampfsport auch machen jetzt in Zukunft wieder und das ist so. Hattest du damals auch Ambitionen, du hast ja viel Kampfsport gemacht, oder? Ja. Hattest du damals irgendwie Ambitionen, mehr in Richtung Kampfsport zu gehen oder hatte ich ja immer, hast du einfach verfangen gemacht? Ja, ich habe ja immer eigentlich Ambitionen gehabt, aber ich habe es nur zum Spaß gemacht. Ja. Aber jetzt wettkampftechnisch da, nee. Ja, so mit 120, wie viel war der Höchstgewicht? Ja, so 130. Ja, dann so im Ring schon. Also ich wiege ja jetzt auch noch 120 knapp, also 100, ja, 100, ich habe abgenommen, so 116. Eine Waage hier? Nee. 116 müsste ich haben. Stabil, ne? Was wiegst du? Ich wiege jetzt 112. Höchstgewicht war jetzt auch 115. Aber ich mache jetzt auch eine kleine Diät, wieder ein bisschen Kontur rein. Ich hatte auch gar keinen Bock mehr jetzt zu essen im Sommer, vor allem über 5000 Kalorien. Ist nicht so geil. Ja. Aber es ist natürlich dann nice, wenn vegan ist. Da kannst du dann jeder auch noch 4000 Kalorien essen, nimmst ab. Okay. Ich würde sagen, wir splitten jetzt mal kurz die Arbeit auf. Du kannst mal die Karotten ausschneiden. Ich schäle währenddessen dieses Kartoffel.
Und du hast jetzt vor allem mit dem Brustmuskelabriss und dann auch, sag ich mal, mit der Hatewelle, ich glaube, das war vor knapp einem Jahr, oder? Viel Scheiß erlebt. Wie gehst du damit um? Oder wie hast du es, sag ich mal, geschafft, dich da weiterzuentwickeln? Hast du einfach an dir selber gearbeitet? Hast du mit anderen Leuten zusammengearbeitet? Oder einfach durch positives Denken? Was hat dich da so vorangebracht? Auf was genau bezogen jetzt, meinst du? Ich sag mal, auf den Brustmuskelabriss ist das sicher auch für die Psyche nicht einfach. Ja. Hast du ja mal erzählt, du warst doch im Krieg früher, oder? Ja. Also was dir da so einfach am meisten weitergeholfen hat, oder wie du da deine Entwicklung siehst, sag ich mal. Das am meisten hat es mir weitergeholfen, als ich verstanden habe, dass man sich einfach keinen Stress machen muss sollte. Das war so der Punkt, wo ich registriert habe, dass Gedanken einfach nur Gedanken sind. Aber, ja, das hast du also letztens im Video gleich auch gesagt. Aber also komplett unwichtig vor allen Dingen, weil der Gedanke ist ja nur ein Triggerpunkt durch irgendein Erlebnis, das ausgelöst wurde. Und dann verfällst du wieder in dieses Muster und denkst daran zurück und fühlst dich dann vielleicht schlecht, weil du dich da reinfühlst. Aber wenn du dich da gar nicht reinfühlst, sondern einfach begreifst, Alter, ich bin der lebt. Also ja, du bist das Bewusstsein. Ich bin das Bewusstsein, ich bin das Leben. Und der Gedanke ist nur ein Gedanke, einfach nur ein willkürlich hergerufener Trigger in meinem Kopf. Und das hat mir, glaube ich, schon viel, viel geholfen, als ich kapiert habe, so, Alter, mach dir keinen Stress so. Einfach entspann dich, Mann, lass die Dinge auf dich zukommen. Egal, ob jemand Scheiße labert, lass den Scheiße labern. Das Leben wird den bestrafen. Ja, das ist es. So, das Leben wird den bestrafen. Da brauche ich mich nicht mehr vor die Kamera stellen und sage, geh, du Arschficker. So, jetzt geh mal in den Ring, jetzt hau ich dir die Schnauze. Ja. Sondern, Alter, mach dein Ding. Mach einfach dein Ding, kümmere dich um dich selber. Das ist halt auch mal das Problem von vielen, dass sie sich immer in die Probleme anderer einmischen. Oder versuchen, ihre persönlichen Probleme, die sie haben mit sich selber, durch irgendwelche, sag ich mal, Äußerungen anderen gegenüber, ja, ihre eigenen Probleme dadurch zu veräußern und von sich abzulenken. Aber die Leute, die dann sowas sagen, gegen andere hetzen, schlecht über andere reden, haben eigentlich ein Riesenproblem mit sich selber und müssen da erstmal aufräumen, bin ich der Meinung. Und deswegen bin ich einfach, ich will einfach meine Ruhe haben und ich akzeptiere jeden so, wie er ist und gehe damit am besten den Weg. Und vor allen Dingen wichtig ist, glaube ich, dass du nicht Prioritäten setzt in deinem Leben, sondern dass alles gleich wichtig wird. Egal, ob du isst, ob du trainierst, ob du mit deiner Freundin schläfst, ob du spazieren gehst, ob du jagen gehst, ob du einkaufen gehst. Alles muss gleich wichtig sein für dich. Und wenn alles gleich wichtig ist, dann machen dir auch andere Sachen keinen Stress mehr. Und du schätzt alles wahrscheinlich ein bisschen mehr. Genau. Ja, das ist halt das Problem auch an Social Media, würde ich sagen. Weil es da natürlich, es gibt Milliarden von Hatern, jetzt, vor allem auch im deutschen Raum wahrscheinlich, die ihre Meinung einfach so kundtun oder Kritik da lassen, also Kritik in Anführungszeichen, die jetzt nicht unbedingt angebracht ist oder notwendig. Ja, das ist halt einfach, guck mal, die Leute sitzen da zu Hause vor ihren PCs, ja, oder vor ihren Handys, sind unzufrieden mit ihrem Leben, denken sich, oh, ich bin eine richtig dumme Sau und zusätzlich bin ich auch noch ein fettes Schwein. So, ich komme nicht klar mit meinem Leben, jetzt lasse ich meine Probleme einfach mal an dem aus. So. Oder wie bei dir natürlich so, sitzen die ganzen dummen Schweine zu Hause, denken sich so, der kann ja gar nicht natural sein. Ich trainiere jetzt schon viel länger als der Paul und habe es niemals geschafft, so auszusehen. Der muss Stoff nehmen. Nee, muss er nicht. Das liegt an dir selber so. Ne? Und wenn du so eine dumme Sau bist, ja, und nicht hart genug arbeitest und nicht hart genug investierst in das, was du möchtest, ist auch klar, dass du nicht das zurückbekommst, was du dir dann erwünschst. Und nur weil dein Weg nicht so geklappt hat, wollen sie dir dann halt deinen Weg kaputt machen. Das denke ich mir auch immer wieder, weil jeder hat seine Talente. Wenn man jetzt vielleicht nicht der krasseste Influencer wird, sondern einfach so gut aussieht und es ein geiles Hobby ist, ist doch auch nice, wenn man seine Bestimmung irgendwo anders finden kann. Ja klar. Jeder soll einfach, die Leute sollen sich einfach um sich selber kümmern und erstmal in ihrer Küche aufräumen. Die braucht man nicht. Nee? Ich glaube, es ist genug. Okay. Erstmal in ihrer Küche aufräumen, bevor sie irgendwie hier gegen andere anfangen zu schießen. Klar, ich habe auch Fehler gemacht. So, ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch oft
dumme Sprüche gelassen, anderen gegenüber oder sonst irgendwas. Aber das ist so die Vergangenheit und die hat mich weiterentwickelt. Und das ist einfach der Punkt, dass ich mich weiterentwickelt habe, ist, glaube ich, das Wichtige dabei. Und ich nicht, oder ist das, was mich dann auch verzeihen lässt, dass ich mich jetzt weiterentwickelt habe und ich mein Leben oder meine Gehweise, meine Denkweise ändere. Ja, wie klein auch so? Ja, also muss nicht ganz so klein sein, einfach wirklich. Aber ich finde, es geht eh darum, einfach zu verzeihen zu können, sag ich mal. Oder loslassen oder was auch immer. Genau. Und ich habe begriffen, dass ich auch viele Fehler gemacht habe. Jetzt nicht nur, was das angeht, dass ich mal auch schlecht über jemanden geredet habe, sondern Ernährungsfehler gemacht habe. Auch beim im generellen Leben viele Fehler gemacht habe, die ich vielleicht so gar nicht wahrgenommen habe. So zum Beispiel Plastik. Ja, aber zum Beispiel Thema Plastik. Das ist so, ich trinke zum Beispiel, ich mag das nicht aus Plastikflaschen zu trinken. Mhm. So, ich versuche Plastik komplett zu vermeiden. Versuche nur noch aus Glasflaschen zu trinken. Versuche nachhaltiger einzukaufen. Gucke, wo wird Plastik gespart. Und ja, das ist schon lustig. Ja, jeder tut das, was er kann oder möchte so. Also, in vielerlei Hinsicht habe ich halt einfach so ein bisschen meine Denkweise hat sich da geändert. Hm. Und ich denke, das ist der richtige Weg für mich. Muss nicht der richtige Weg für jeden sein, sagt auch keiner und ich zwinge auch niemanden meinen Weg auf. Aber ich gehe diesen Weg oder ich probiere diesen Weg für mich. Ja, solange du dann glücklich damit bist, ist ja alles perfekt. Genau, ich denke auch, dass das Wichtige ist. Klein genug so, oder? Sieht gut aus. Ich habe gute Nachrichten für euch, Leute. Ihr könnt jetzt noch stronger werden, denn Strong ist zurück mit neuer Rezeptur und neuem Design. Wir haben jetzt statt Spirulina 600 Milligramm Ashwagandha am Start, was euren Stress reduziert, eure Performance im Training verbessert und sogar den Testosteronwert steigern kann. Deshalb unbedingt mit dem Code Paul einkaufen, spart ihr nochmal 10% Rabatt. Also spare nochmal 10%, gibt 10% Rabatt, habt den geilsten Deal und ein absolut Killerprodukt, wie immer mit 5 Gramm Kreatin. Ansonsten viele potenzielle Mangelnährstoffe damit abgedeckt, genauso wie Magnesium und Zink, die über den Schweiß verloren gehen. Einfach das Allround-Produkt für alle Sportler, nicht nur für Männer, sondern natürlich auch für Frauen. Guck mal, wenn du dir mal bewusst wirst, weil du vorhin auch gesagt hast, wie kommst du damit klar mit diesem ganzen Stress? Überleg einfach mal, wie lange es die Erde schon gibt. Ja. Wie lange die Erde es schon gibt und du hast hier 70, wenn es hochkommt, vielleicht 80, 90 Jahre auf dieser Erde, weißt du? Eigentlich in, sag ich mal, in ein paar Jahren weiß kein Schwanz mehr, wer wir überhaupt waren. Ja. Und das, wenn du das einfach mal kapierst, ne, und dann diesen Stress dir nicht machst, Alter, wenn du stirbst, dann stirbst du. Und alle machen sich immer so viel Stress, aber dieser Stress ist eigentlich total unnötig. So, der Chicken. Ja. Wir haben jetzt mal mit Zwiebeln und Chicken geschaltet, einfach mal ein bisschen Röstaroma langsam. Also kein Chicken. Ja, genau. Veganes Hühnchen. Veganes Hühnchen. Das kannst du doch gar nicht sagen. Ja. Veganes Hühnchen. Das sagen auch immer viele. Heute gibt es veganes Ei oder so. Veganes? Also regt sich jeder drüber. Aber wie soll man sonst nennen? Wir essen heute ein Fleischersatz-Sojaprodukt. Oder so geht's. Wie kamst du denn dazu, dich tätowieren zu lassen? Oh. Also klar, ein Tattoo, ja, vielleicht mal. Ein Tattoo. Das war das erste Tattoo, was du dir gemacht hast, direkt Ganzkörper, oder? Wir machen ja noch einen Formcheck gleich, ja. Bei dir auf dem Kanal, glaube ich, ne? Ja. Ich ziehe mich neben Paul. Nach 5 Monaten ohne Training ziehe ich mich neben dem aus. Herzlichen Glückwunsch. Direkt verloren. Es war ein Lebenstraum von mir. Das hast du schon lange geplant? Lange geplant. Ich habe das schon geplant, als ich in der Bundeswehr war. Ich habe damals in Afghanistan und im Irak immer diesen ganzen im Auslandseinsatz, ich habe immer ganz viel so Mafia-Yakuza-Filme geguckt und fand es immer komplett, also ich fand es so einen mächtigen Auftritt, wenn die dann in diese Spas reingegangen sind und dann auf einmal im Anzug waren, du hast nichts gesehen und dann auf einmal gehen die dann in diese Spas rein oder so und sind einfach voll komplett zu, wie so ein Kunstwerk halt, ne? Ja. Und ich habe halt auf dem Tattoo oder mit dem Tattoo meine Lebensgeschichte erzählt. Mhm. Also mein komplettes Leben habe ich wiedergespiegelt auf diesem Tattoo, was mir auf der Haut sitzt. Und ja, das ist für mich eine Erinnerung an mein Leben, eine Wertschätzung meines Lebens.
Und zusätzlich ist es natürlich auch ein Kunstwerk, weil jetzt ist es noch nicht fertig. Ich bin jetzt bei 60%, sag ich mal. Es kommt ja noch Farbe, kommt ja noch rein, es wird ja noch alles bunt. Also alles, was du nachher siehst, was weiß noch ist, wird alles, ist, alles kommt, wird komplett weg. Ne? Also es ist noch einige Arbeit vor uns. Und warum machst du Bodybuilding? Weil du dir durchs Bodybuilding dein eigenes Kunstwerk schaffst. Ja. Und ich will natürlich nicht aufhören mit dem Bodybuilding, aber ich bin sozusagen dann das Kunstwerk im Kunstwerk. Hm. Verstehst du? Verstehe ich. Was ist so die schmerzhafte Stelle bis jetzt gewesen? Ach, alles. Jeder, der mir erzählt, dem tut es nicht weh, der soll sein Maul halten. Also wirklich. Alles tut weh. Jede Stelle tut weh. Es gibt Stellen, die tun halt nur extrem doll weh. Aber so, jetzt Schienbein haben wir jetzt gemacht. Also Bein war richtig schlimm. Also Bein hat mir, also hier Hüfte, so diese ganzen Intimbereiche, Hüfte, innere Oberschenkel, ja. Kniescheibe. Wo wenig Fett dran zu sitzen. Kniekehle. Hier Bauch war schlimm. Bauch, ja. Die Rippen hier an der Seite, Achselhöhle. Alter. Okay, du machst also wirklich jede Stelle. Brust, alles, ja, siehst du gleich. Also Arsch, Rücken, ist alles okay gewesen, aber so. Also es gibt Stellen, die lassen sich besser aushalten und es gibt Stellen, die lassen sich wirklich nicht so gut aushalten. Okay. Wir haben jetzt hier übrigens alles in die Pfanne befördert. Da kommt jetzt ein bisschen Wasser drauf. Warum eigentlich kein Bock? Ja, das habe ich in der WG noch. So. Für die Gehzeiten. Wasser rein. Ist eigentlich ein easy Gericht. Ja, auf jeden Fall. Da kommt man gleich noch Kokosmilch. Da kann es auch schon reingehen. Reingehen? Ja. Ist geil. Komplett? Wie du willst. Wenn du, es hat dann insgesamt so 40 Gramm Fett. Ist ein bisschen fest, oder? Mhm. Oder wir ruinieren es ein bisschen. Ist vorbei, ich schüttel jetzt. Das ist gut. Ja, 40 Gramm Fett. Schon ordentlich, ne? Ja. Mach auch die Hälfte rein, das würde rein. Würde ich sagen, auch die Hälfte. Das ist die Konsistenz gut. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oh je. Yeah. So. Wie scharf magst du? Ich esse gar kein Schaf, bitte. Gar kein Schaf, okay. Ich bin eine richtige Schaf-Pussy. Boah, das riecht jetzt schon geil. Riecht echt gut, ja. Ich habe gerade überlegt, ob wir Erdnuss, das hat so nach Erdnuss gerade gerochen, obwohl wir gar keine Erdnuss drin haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay, nehmen wir die andere Öffnung. Das lassen wir jetzt einfach so 10 bis 15 Minuten köcheln, bis die Süßkartoffeln und die Karotten schön weich sind. Der Reis ist natürlich schon längst fertig. Und dann gibt es gleich eine geile Mahlzeit. Ihr seht, der Reis ist einfach nur perfekt geworden. Baba-mäßig. Ganz wichtig als professionelle Küche natürlich abschmecken, deshalb gebe ich dir jetzt hier mal einen Löffel. Und da schon mal schauen, ob es überhaupt gut gewürzt ist. Oder ob noch was fehlt. Gut gewürzt. Für mich persönlich Salz. Salz. Aber kann ich auch nachher sauber machen. Okay, ich hau davon noch ein bisschen rein. Okay. Was ich noch zu deinen Tattoos interessant finde, wie viel kostet einfach mal ein Ganzkörpersuit? Also bei meinem Tätowierer bist du so, wenn du jetzt nur die Arbeitsstunden rechnest, so um die 70.000 Euro los. 70.000, okay. Wenn du natürlich einen Ganzkörperpreis machst, wirst du so um die, ich habe zwei, drei Freunde, die jetzt auch ein Tattoo machen wollen, und denen hat er einen Preis gesagt für den Komplett-Suit 50.000 Euro, okay. Mit Rabatt ein bisschen. Das habe ich natürlich nicht bezahlt. Ja. Wir haben uns da ein bisschen geeinigt. Er hat ja auch eine Social-Media-Präsenz dadurch. Guck mal, ich habe jetzt schon drei Leute ihm gebracht. Oder vielmehr insgesamt hat er jetzt schon 3, 4, 5, 6. Hat auch jetzt schon neue Kunden. Einer hat sich den Rücken machen lassen, zwei die Arme. Also da kommt ja auch ordentlich Geld rein für ihn. Und deswegen habe ich da ein bisschen anderen Preis bekommen. Sonst hätte ich mir das auch nicht leisten können. Ja. Jetzt war 50.000 Euro für ein Tattoo. Ist schon krass, ja. Nee, Alter. Für 50.000 Euro kaufe ich mir eine Wohnung in der Domrep. Aber würdest du jetzt nicht Social-Media machen, würdest du dann trotzdem sagen, okay, das ist trotzdem mein Lebenstraum. Das ermöglicht mir halt innerhalb der nächsten 5 Jahre und dann machst du halt peu à peu. Genau, dann ist halt nicht so. Das Gute war halt diesmal, also gemacht habe ich es halt jetzt zu dem Zeitpunkt, weil ich ja eh nicht trainieren konnte, wegen dem Brustmuskelabriss, die Zeit genutzt. Das war halt auch der Grund, warum ich es vorher nie gemacht habe, weil halt einfach
Das Bodybuilding und immer die Pausen, dann lässt sich tätowieren, dann musst du 4-5 Tage Pause machen. Du kennst ja selber, willst keine 4-5 Tage nicht ins Gym gehen. Ja. Deswegen kam es für mich nie in Frage. Und jetzt durch die Pause habe ich dann die Pause genutzt und mir meinen Traum erfüllt. Ja. Nice, okay. Jetzt sagen wir, trotzdem das Baby mal einfach so umstülpen, mach den anderen mal daneben. Das nehmen wir den zweiten Teller? Nee, hau ich da daneben so. Das können wir noch ein bisschen verschieben, dann sieht es schöner aus. Er macht sich ja auch Auge, isst mit jetzt was. So ist es. So. Muss ja auch dann gut am Bild aussehen, weißt du? Dann ist einmal ein Reis dahin gekippt und alles andere rüber gekippt. So. Versuchen wir das ein bisschen drauf zu positionieren. Wunderschön wird es jetzt eh nie, aber ein bisschen versuchen kann ich ja. Ist auf jeden Fall Chicken zu Reis Ratio. Perfekt. Den Reis sieht man nicht mehr. Ja, sieht doch schön aus, oder? Wunderschön. Kriegt man besser hin. Wunderschön. Aber Hauptsache, es schmeckt gleich. Eine Frage noch? Haufen. Was ist der meiste Umsatz, den du für dich jemals erzielt hast? Pro Monat, würdest du sagen. Was ich? Im Monat am meisten gemacht hast. Was ich in einem Monat am meisten gemacht habe? Also was ich verdient habe. Ja, genau. Brutto. Weiß nicht, vielleicht so um die bisschen über 100.000 Euro. Ich denke mal so mit dem Dreh. Alright. Das können wir probieren. Okay, bevor du gleich loslegst, letzte Frage, die jeder Gast zu hören bekommt. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Weltfrieden. Okay, Mahlzeit. Bin ich auch gespannt, du. Ja, richtig gut. Ist geil. Bisschen Salz ginge sogar noch. Oder? Ja. Aber es hat alle mit der Süßkartoffel, das ist richtig nice. Knappe 1000 Kalorien. Kann man machen. Ich würde sagen, Leute, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass du hier am Start warst. Ich hoffe, dir hat es geschmeckt und hattest auch Spaß. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal. Schaut gerne bei Kevin vorbei. Mal schauen, vielleicht gehen wir ja mal in den veganen Hasen jagen. Oder auch nicht, aber auf jeden Fall, was soll's. Ich hoffe, es ist Spaß. Lasst ein Like da, aber nicht vergessen. Wir können ja mal einen falschen Hasen machen. Okay. Weißt du, was es ist? Nee. Dann kommen Sie mal zu mir kochen. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Keep pumping, keep cooking. Ciao, ciao.